Ja. Das heißt, diesen ganzen Außenbereich. Ich würde jetzt gerne hier für, damit wir die Ecken besser ausfransen können. Wäre der so ganz gut. Dann stellen wir den direkt hier neben. So, wäre toll. Ja, das hatte ich mir nämlich gedacht, dass das nicht ganz so geil funktioniert, wie ich mir das vorgenommen hatte. Was ist, wenn ich den so hinsetze? Sieht jetzt nicht super sexy aus, weil ich die gerne nebeneinander habe, aber wenn es am Ende mit einem Feld. Ha! Bist der geilste! Beste Feld hier auf dem ganzen, auf der ganzen Map. Best! Also, sonst hätte das wahrscheinlich nicht funktioniert. Wunderbar, schön auf Kante gelegt. Funktioniert. Leider ungebufft. Müssen wir mit arbeiten. Es wäre der Burner. Das ist jetzt, ja, was wäre der absolute Bonus, wenn wir. Halt. Oh Gott. Ganz ruhig. Ich bin total nervös geworden. Wenn die Felder so stehen Die würden. Menschen lassen Macht sie er aber nicht. hochleben. Das ist echt ein bisschen ärgerlich, aber. Können wir nicht anders. Geht nicht anders. Zack. Ach ja, das ist jetzt gerade ein bisschen dämlich. Gut. Manuell. Tankhof in immer Richtung, also Tankstelle Richtung Tankhof, wollte ich gerade sagen. Sind das 108 Felder? Da passt eine ganze Menge hin. Oh, wie viel da platzt? Ist ja der Wahnsinn. Das könnten wir hier noch überlegen. Nee, das ist schon gut so. Dann lassen wir hier so einen kleinen Luftraum. Haben wir hier so einen kleinen. Da könnten wir eine Feuerwehr reinpacken. Nein, können wir nicht, weil die Kante nicht gut funktioniert. Das sehe ich anders. Dann leck mich. Machen wir hier ein bisschen Verlustgeschäft. Er passt nicht besser hin. Ja. Ist mir jetzt egal. So. Wenn wir wenigstens eine Feuerwehr hier ein bisschen in der Nähe haben. Wir kriegen nämlich keine verdammte Feuerwehr hier unter dem ganzen Club. Und hier drüben fehlen mir die Felder. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Ich bin da echt überfragt. Die Kante ist hier gut. Können wir nicht verändern. Hier die Kante können wir nicht nehmen. Aber die Schiene hier brauchen. Weiter nach rüber nach rechts müsste. Müsste ein weiter nach rechts. Aber selbst dann würde es nicht ganz funktionieren. Ich überlege, die Schiene wieder rüberzulegen. Wenn wir das tun würden, müssten wir die ein bisschen zusammenstapeln. Wenn ich die nämlich von oben nach unten setze, den unten reinfahren lasse, kriege ich hier zwei. Das würde vielleicht auch nochmal funktionieren. Ist die andere Möglichkeit. Wenn wir nicht von rechts nach links können, wie mit den Feldern, geht es nur noch von oben nach unten. Ja? Also es geht jetzt nur noch. Nur so. Anders wird das sonst nichts mehr. Es geht nur so. Es sieht dann beschissen aus. Es war die letzte Möglichkeit, das ordentlich hinzubekommen. Und das ist sie. Mehr geht nicht. Besser kriegen wir es nicht hin. Damit wird da drüben die Ecke frei. Wir können jetzt noch ein bisschen versuchen, Kosmetik zu betreiben, was nicht funktioniert. Macht uns unser ganzes System kaputt. Wir haben jetzt hier wieder überschüssige Felder. Was hat denn? Jetzt hat er hier alles abgerissen. Hab ich einfach mal mit der Dings drüber gezogen. Na toll. Gut, nehmen wir das weg. Ziehen wir den glatt. Wenn es nicht anders geht, müssen wir damit arbeiten. Damit bleiben hier noch zwei Felder offen. Ist mir egal. Es ist einfach wichtig, dass wir hier zentral eine Feuerwehr drin haben. Weil sonst fackelt sich uns der ganze Verein hier irgendwann mal ab. Ja, hier ist schon das Feuerrisiko hoch.
Ja, hier ist es Albtraum. Ja. Und hier wird es ähnlich stationiert sein. Und deswegen brauchen wir hier ganz dringend irgendwo ein paar Feuerwehren, die die ganze Sache hier ein bisschen unter Kontrolle halten. Und deswegen ist das unsere zentrale Feuerwehr. Die muss so stehen bleiben. Ohne die läuft hier einfach mal nichts. Gut. Verlust von zwei Feldern nehmen wir in Kauf. Geht nicht anders. Hier haben wir ein bisschen was offen. Das heißt, summa summarum, wir können jetzt hier nochmal das kurz wegnehmen. Den nach außen verlegen, weil der Platz einfach da ist. Ja, höher glaube ich ging er nicht mehr, ne? Richtig? Ja, er steht genau auf This is the end. This is the end, my friend. So, du hast noch drei Felder federhaft. Die können wir jetzt hier nochmal hinzupacken. Dann müssten hinten, glaube ich, noch so zwei übrig bleiben. Ja. Dann haben wir das Ganze auf zwei reduziert. Können wir uns aussuchen, wo wir die hinpacken. Machen wir eins hier, eins da oder was? Ist ja irrelevant. Interessiert sowieso keine Sau. Gut. Ich hätte gern hier noch irgendwie ein bisschen Bewegung reingebracht. Geht aber nicht. Setzen wir die hier mittig. Ja, da sieht es besser aus. Schön mittig rein, dann kommen sie von A nach B. Das reicht. Zack. Was sagt er dazu? Haben knapp 2 Stunden gebraucht, um das Ganze hier in den richtigen Winkel reinzubekommen, aber man muss doch echt sagen, ich finde das super strukturiert. Es ist doch was, oder nicht? Ja, es ist ein Heidenaufwand, die Dinger so untereinander zu legen, dass das wirklich eine Linie gibt, da das genau abgemessen und dann hier die Ecke genau, dass das nachher am Ende genau so hinpasst, ist schon Hammer. Ja, hier war ein bisschen Glück mit im Spiel, aber da kann man ja dann immer eine Farm, eine mehr, eine weniger machen. Wenn das jetzt hier nicht gereicht hätte, hätte ich vielleicht hier ein Lagerhaus hingestellt, damit das dann wieder irgendwie hinkommt. So, jetzt haben wir hier noch alles voll, so viel wie geht. Erstmal und schauen, ob wir vielleicht nochmal eine Getreidefarm dazu packen. Wie letztendlich kommt jetzt drauf an, was da noch so ankommt, hinkommt. Wie auch immer. Ich glaube, das wäre ganz günstig, wenn wir die Ecke da noch mitnehmen. Weil wir können das da ganz gut gebrauchen. Die Kante. Das sind 6 Felder. Ja, ich glaube, auf die drei können wir verzichten. Ich glaube, das kann ich mir noch genehmigen. So, dann nehmen wir hier noch 3 weg. Packen wir die 3 hier hinten dran. Stehen eh erstmal provisorisch. Das sage ich nur, damit ich genau weiß, dass ich diese kleine Kante da einfach so lassen kann, wie sie jetzt ist. Aber wir müssen hier zwischen noch ein Lagerhaus bauen. Das weiß ich zwar noch nicht wie und wo, aber irgendwo jetzt hier wird noch ein Lagerhaus stehen müssen. Weil das überhaupt sonst keinen Sinn macht. Ich glaube nicht, dass ein Lagerhaus und die Farm passt. Es wird eins von beiden passen und das auch nur knapp. Nee, das wird noch nicht mal passen. Ja, das ist ja dann schade. Dann halt ohne 72, einfach nur eins höher. Nein, eins höher geht nicht. Doch, geht gerade so. Verdammt. Ich habe jetzt gedacht, dass das mit der Ecke, aber ich habe ja oben 7 dazu gewonnen. Ich doch noch mal verzählt. Hahaha, ich habe mich nicht verzählt. Ich wusste doch, hier war noch irgendwas falsch. Drei Felder, na 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 na. Macht mir meine ganze Silhouette kaputt. Ja, komm, lass es erstmal so stehen. Wie wir den Bereich hier in der Mitte noch machen, das müssen wir dann gucken. Ja? Der ist quasi der freispielende Bereich, weil du kannst ihn nicht buffen. Ja, er ist von Buffs umgeben.
Man könnte hier theoretisch was reinpacken, aber die Kapazität, der Platz ist nicht da. Ja? Wenn ich jetzt hier nochmal was aufbauen dürfte oder müsste, würde ich ja jetzt sagen, es wäre ja ganz cool, wenn wir hier die Bierproduktion hinsetzen. Ich weiß nicht, was ihr von dem Vorschlag haltet. Man könnte hier theoretisch sagen, wir setzen die gesamte Bierproduktion hier in diese Abteilung rein. Das passt auch. Guckt euch die Kapazitätsgröße an. Das funktioniert. Ja, muss man ein bisschen tricksen, müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Sieht man aber auch gut, ne? Wenn wir das hier reinsetzen, haben wir dann natürlich keine Kartoffelfelder mehr. Die müssen wir nochmal extern irgendwo, ja, vielleicht hier im Vorfeld kommt dann noch Kartoffelpflanzen hin. Muss ich jetzt mal schauen, weil wir müssen jetzt notwendigerweise noch irgendwo eine kleine Abteilung hinsetzen. An Kartoffeln. Weil die fehlen einfach. Mal gucke ich mal, ob hier oben noch irgendwo eine Buff-Ecke frei ist. Wollte ich zu weit. Ob wir noch irgendwo was kriegen, wo wir uns vielleicht noch mal so ein bisschen was schnorren können. Das sieht alles verdammt zugebaut aus. Wer hat denn das hier so gebaut? Das ist ja furchtbar. Ja, hier ist auch alles gebufft. Die einzige Ecke, die noch frei wäre, wäre hier. Nur hier wäre Platz. Hier ist unsere Holzproduktion und wenn wir das clever angehen, kriegen wir das hin. Vielleicht Hier stecken verlieren wir wir viel einmal Herzblut Holz. rein. Ich glaube, die Abteilung brauchen wir ja nicht mehr. Jetzt sind alle arbeitslos. Und alle fristlos entlassen. Hier, du kannst da außen mit dran stehen. Ob du nur was produzierst oder die Katze hat ein Gewehr, das interessiert hier keinen. Gut. Dann schauen wir mal, wie wir die Kartoffeln hier gesät bekommen. Nur so ein bisschen. Nur ein bisschen Kartoffel. Ein bisschen Kartoffel. So viel Platz wie möglich sparen. Dir geht's gut, ne? Oder? Ja, Digga. Ist egal, wie ich dich hinstelle. Macht eben keinen Unterschied. Gut. Du kommst ja nicht weg, ne? Du stehst ja nicht ohne Grund, ja, das habe ich mir gedacht. So ein Scheiß. Ach, ist auch wieder. Diese Küstenkanten! Wie sie mich umbringen, jedes Mal aufs Neue. So. Damit wir effektiv hier noch irgendwie ein bisschen Platz nutzen können. Wird sofort der Platz, der hier eigentlich mal für was anderes gedacht war. Ja, vorher war hier die Holzproduktion. Jetzt wird hier dafür gesorgt, dass wir hier noch nebenbei ein paar Kartoffeln kriegen. Es sind halt 50%. 50% Produktionsvorteile. Die wollen wir natürlich auch noch mitnehmen. Ja. Trotz allem haben wir hier natürlich noch Platz, den nutzen wir auch. Zack. Nicht schön, aber selten. Na gut, dann nehmen wir hier noch ein bisschen was weg. Damit wir dann hier noch ein bisschen was ranklimpern können. Dann hier wieder 5 frei haben, damit wir hier nochmal einen fetten Buff aufstellen können. Ah, ich glaube, das passt nicht. Also nach oben hin, dass wir da zwei legen. Deswegen machen wir so. Ballern die hier einfach schön nebeneinander weg. Badam, badam, badam. Oh, da ist doch noch Luft. Dann nehmen wir doch nochmal die Ecke mit. War da auch nochmal Platz? Nö, da hatten wir keinen Platz mehr. Gut, dann. Dann nicht mal. Zack. Wie gesagt, das ist hier nicht für immer. Nur solange der Vorrat reicht. Komm schon. Eine setzen wir noch hin. Die passt doch. Das passt. Das nicht. Halt nicht, Mann. Soll ich die Straße hier nochmal wegnehmen? Aber die ist hier schon auf 5er ausgelegt, richtig? Nein, die ist auf 6er ausgelegt. Das ist doch gut. Hast du das Problem noch direkt erledigt? Weiß gar nicht, warum immer alle so Stress machen. Ist alles super. Guck. Passt.
Pass perfekt. Wow. Wirklich, haben wir jetzt diese Kante bis aufs Blut? Nee, drei Felder wären noch da gewesen. Ja, ist egal. Hauptsache, dass wir So hier ein nochmal schäbiges, ödes Leben. einen Kartoffelbuff haben. Ihre Zeit nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich hoffe es einfach mal. Ein paar Kartoffeln. Mal gucken. Wo sind eigentlich hier? Wo habe ich eigentlich meine Keksfabriken aufgestellt? Ach so, ja, die stehen hier irgendwo. Ach, die haben keinen Strom. Wieso habt ihr keinen Strom? Wieso habt ihr keinen Strom? Warum ist hier kein Strom drauf? Kriegt ja einer keinen Strom? Wieso kriegst du keinen Strom? Warum ist hier keiner da und fährt? Ne? Ach ja, ihr macht wieder die Karawane. Anstatt dass jeder mal irgendwo hinfährt, ne? Ist, ja. Eilt euch mal ein bisschen. Dann können hier nämlich die Keksfabriken ganz wunderbar weitermachen. Wenigstens haben wir schon meine Kekse. Es Kekse. geht wieder aufwärts. Okay, es geht nicht aufwärts, weil wir keinen Kaffee mehr haben. Was sagt unsere Kaffeeabteilung? Da müssen wir uns mal drum kümmern. Ich zweifle, dass ich nicht genug Kaffee habe. Halte ich für ein Gerücht. Da können wir noch dran arbeiten. Sobald wir genug Arbeiter haben, können wir dran arbeiten. Ich fürchte, wir haben ja schon alles für die maximale Ausdehnung getan. Aber wir können auch noch ein bisschen mehr tun. So, na? Warum ist da eigentlich so viel frei? Weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Wir lassen es erstmal so stehen. Läuft uns ja nicht So hatte weg. ich mir das erhofft. Apropos, warum kriegt ihr eigentlich keine Hüte? Mach mal Hüte. Sind nochmal zwei Arbeiter mehr. Die Waffenruhe wurde beendet. Wenn wir die Dings hinschicken, kriegen wir vielleicht fünf hin. Ja, das passt, das passt, das passt. Das nicht passt. I'm the fucking king of the game. So. Sehr schön. Nur das hilft doch nochmal. Vor allem, wir kriegen noch so zuverlässig noch ein bisschen Schokolade. Den auch nochmal kopieren. Einer darf außerhalb des Buffes stehen. Guck, du darfst da stehen bleiben. Ist das nicht schön? Weil wir noch genug Arbeitskräfte haben zurzeit. Bam. Dann kriegen wir nochmal ordentlich Klopfen dazu hier. Und hier sollten wir auch nochmal erhöhen, damit das besser abgeholt wird. Hoffentlich haut das jetzt. Eigentlich, es muss funktionieren. Also, wenn wir hier Kaffeebohnenprobleme kriegen, kriege ich einen zu viel. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ja. So. Dann hoffen wir jetzt mal drauf, dass das hier alles funktioniert. Nö, ist doch schön. Oder nicht? Können wir doch erstmal zufrieden sein. Für meinen Gaumen gibt es nur das Beste oder gar nichts. Was machen wir denn als nächstes? Müssen wir mal gucken. Hier oben muss ja noch fertig gebaut werden. Sieht beschäftigt Hier aus, oben da kommt müssen dann jemand. die Dinger hin. Wollen wir die noch umsetzen? Wollen wir das noch machen? Na los. Aber schnell. Jetzt aber Avanti. Kostümbildnerin, die ist hier vorhanden, die kann hier nicht weg. Er kann weg. Mit seiner gesamten Abteilung. Das ist aber das Letzte, danach Schluss. Das ist, erstmal alles, was wir machen können. Haben wir nicht den Glasheini gehabt? Der Glasheini? Der Glasheini war doch bestimmt schon hier, ne? Der Glasheini. Genau, wenn wir für den Glasheini. Das ist immer das Schlimme. Wir wollen den Platz sofort wieder effektiv besetzen. Ja, das bringt einfach enorm viel. Es ist einfach hammermäßig, was wir jetzt an Glas wieder einsparen. Deswegen, er ist der Mann der Stunde wieder mal. Hier, die ganzen Brillenfabriken müssen in den Umkreis und dann kriegen wir nochmal ein bisschen Buff für die Glasereien. Ja, jedes vierte Mal wird ein Glas gespart. Das ist super.
So. Wer darf bleiben, wer muss gehen? Ne, Maschinenfabrik. Das ist das selten. Haben wir nicht das epische Teil noch irgendwo? Das tolle, coole Teil? Nur das kleine für Nähmaschinen und Hochräder. Was echt noch keine epische Abteilung. Ich kann da 100 Mal nachgucken, das wird immer nicht mehr. Ah, haben wir das irgendwo anders drin? Es kann ja sein, dass wir das hier. Willkommen in der Uns fehlt Manufaktur. Kohle? Will ich hier. Und schon haben wir das nächste Problem. Es ist immer. Ja, wo wollen wir denn hier noch Kohle anpflanzen? So bei Gelegenheit. Hey, guck mal, ist ja Platz. Wo kommt der denn auf einmal her? Ich weiß nicht, ob es ein bisschen was bringt, aber die Dinger kriegen leider keinen Strom mehr. Die sind zu weit weg, aber das macht erstmal nichts. Wichtig ist, dass wir hier die Kohleversorgung wieder sichern. Das wird helfen. Gut, jetzt habe ich immer noch nicht reingeguckt, was ich eigentlich machen wollte. Hier ist nichts großartig drin. Hier werden zurzeit Uhren hergestellt. Gut. War hier nicht auch noch irgendwo? Nö. Irgendwas verpasst. Doch, da hinten. Was machst du? Ihr macht die Autos. Gut. Dann habe ich mich wohl vertan. Mir war so, als wenn ich dieses größere Teil schon gehabt hätte. Ist aber auch erstmal egal. Machen wir das hier jetzt noch fix fertig. Gut. Anordnung wieder ganz entscheidend. Wie stellen wir das hin? Maximale Ausdehnung haben wir. Mehr geht nicht. Ja, ich würde zwar ganz gerne den noch ein, aber ist nicht machbar. Das heißt, wir können die Sache hier klemmen, dass wir das Ding irgendwie da oben zustellen. Das wird nicht funktionieren. Schade. Schon mal wieder die Schwierigkeit schon mal enorm erhöht. Heißt, auch hier wird das verdammt dämlich mit der Bauweise. Ja. Wenn wir die beiden nach außen setzen. Passt das? Das ist schon mal sehr wichtig. Damit können wir die maximale Auslastung oben schon mal bestätigen. Ja, bleibt in der Mitte ein bisschen frei. Müssen wir mit arbeiten. Wie besetzen wir diese Abteilung? Ja, wir haben 8. Das heißt, wir können da irgendwas reinklemmen, was vielleicht im ersten Moment keinen Sinn macht oder eben halt auch zur Industrie gehört. Und da wäre es auch ganz toll, wenn wir da die Schwerindustrie mit reinverlagern. Warte mal, da oben ist noch gebufft gewesen, oder? Ja. Haben wir da genug Stahl? Wie sieht's denn aus mit dem Stahl? Stahl nimmt plus 3 zu. Das ist ja eigentlich in Die Ordnung. Menschen lassen sie hochleben. Dann stellen wir die Messingabteilung da mit rein. Hier wird ja noch Sekt produziert. Zack, zack. Guck mal, was das schon wieder gebracht hat. Ist ja unglaublich heute. Nur mit diesen Kleinigkeiten können wir schon enorm viel reißen. Zack. Wollen wir noch Dampfwagen herstellen? Ja, kann nicht schaden. Ich würde ganz gerne den irgendwo da hinstellen. Da bleibt hier noch ein bisschen Luft. Damit wir. Das ist auch ein Chaosbeet ohne Ende, oder? Wahnsinn. Damit der da noch mit drin steht, damit wir noch einen mit dazu bekommen. Kohlefaden. Und dann stellen wir hier noch einen dazu. Dann bleibt ein Viererfeld übrig. Ist halt so. Aber es ist halt schön, dass wir hier noch gleich die Minen im Anschluss haben. Wir können theoretisch jetzt Bald den läuft Strom alles wieder. anschließen. Ja. Müssen wir jetzt mal gucken, ob der schon ankommt. Ich glaube noch nicht ganz, ist aber zu erwarten gewesen. Nähmaschinen, wie viel brauchen wir? Was ist unsere Vorgabe? Wer braucht alles? N N Ich Ingenieure sehe da brauchen keine Nähmaschinen. Schwachstelle.
Und natürlich die Handwerker, die brauchen auch welche. Das ist eine mittelgroße Abteilung. Wenn wir die jetzt komplett voll ausnutzen. Schauen wir mal, wie wir es hinkriegen. Wenn wir euch dazu nehmen. Die würden ja auch erstmal passen. Warte, die kriegen wir doch bestimmt in einem schönen Muster aufgestellt. Dass sie so aneinander stehen, dass er die Straße schön mittig durchgeht. Ja. Es wäre natürlich geil gewesen, wenn wir die noch ein Stück. Ich glaube, der passt da nicht mehr, oder? Das wäre jetzt so wichtig gewesen, wenn der das noch hinkommt, aber kriegen wir nicht. Gut. Ich würde sagen, wir lassen das dann auch erstmal provisorisch so stehen. Bis zum nächsten Mal. Und dann überlege ich mir nochmal, wie wir das hier noch effizienter geordnet kriegen. Weil, wenn ich jetzt hier 8 Stück anschließe von denen, das wird verdammt heftig. Das haut ordentlich rein. Gibt richtig Tintenfüller hier. Wow. Gut, dann würde der theoretisch in der Mitte stehen. Das ist erstmal so das Einfachste, was mir eingefallen ist. Aber das, ja. Nähmaschinen bin ich mir nicht sicher, ob die Abteilung wirklich komplett ausreicht. Ja, vielleicht müssen wir das dann nochmal. Es geht sonst zu weit. Dann stehen jetzt mal die Nähmaschinen da und das ist ja auch erstmal schon mal ein Erfolg. Den Rest gucken wir uns an. Überlege ich mir nochmal, wie wir da am besten hinkommen. Denn die Glasabteilung soll ja auch noch, das soll hier ja noch alles voll werden. Beim nächsten Mal kommt dann hier alles andere noch hin. Müssen wir gucken, wie stellen wir das am besten, wo steht da am besten. Ja, wir bauen das jetzt bis zum Ende hier durch, damit wir endlich eine komplette Wirtschaftszone hier gebaut haben. Ja, ansonsten bin ich trotzdem sehr stolz. Es hat alles geklappt. Schöne Kanten, wunderbar.